Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit dem FCM 50T, den Tier 8 Premium schweren Panzer der Franzosen. Gespielt von Super Tanker 05 und ja, er ist Top Tier in seinem 8er, in einem 7er, 6er und da ist sogar ein 5er reingerutscht. Karte ist Bergpass und ansonsten das ganz klassische Standardgefecht. Eine Sache solltet ihr euch nicht von täuschen lassen. Es ist zwar laut Definition ein schwerer Panzer, aber ihr seht schon, wie er hier an allen vorbeizieht. Selbst ein Indian Panzer. Jingles and welcome to Let's Play World of Tanks. Nein, und selbst ein Indian Panzer, da rauscht er vorbei. Also er ist vom Spielstil, von der Attitüde her definitiv eigentlich ein mittlerer Panzer. Also klar, für die Crew schwerer Panzer, vom Spielgefühl her definitiv ein mittlerer Panzer. Dieser Panzer hat auch ein verbessertes Matchmaking und das trotz einer sehr, sehr guten Kanone mit 212 Durchschlag und 259 dann mit Premium, aber 212 Durchschlag mit einem maximal Tier 9 Gefecht. Hallo, das kann man lassen. So, und jetzt hält er hier oben gleich mal da Richtung Mitte, hat hier den Cromwell, auf den er da gut draufkommt und lässt leider hier noch 4 HP stehen, dementsprechend noch nicht der Kill, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dieser verschossene Kill wird ihn aber später noch ärgern. Ihr werdet auch noch sehen, warum. Also, was heißt verschossen? Diese 4 HP, muss man ja dazu sagen. Ansonsten bekommt ihr hier aber wenig Action. Also, sehr viele am Gletscher. Da kommt jetzt noch ein IS-6, aber das ist auch der einzelne. Samt dem Super Pershing. Und ein Jackson, der da auch noch aufgemacht wird. Also ja, so ein bisschen was. Aber gefühlt ist hier sonst immer ein bisschen mehr los. Also gar nicht so viel wie sonst. Oh, T28 schön auf der Brücke. Da kann er jetzt aber sich richtig austoben. Schade, dass er noch zurückfährt. Oder wenn er gekettet gewesen wäre, dann wäre es nochmal richtig toll gewesen. So, in Anführungszeichen, leider nur 2 Hits. Und jetzt lässt er sich da... Ne, ich dachte, er lässt sich fallen, aber nee, er hat jetzt genug Ziele, auf die er auch so kommt. Und leider da ein bisschen daneben geballert. KV-85 ist natürlich aber auch 551 Meter, ist aber auch ein Holz. Und jetzt lässt er sich hier runterfallen. Und der T29 auch oben auf der Brücke. Also schöne Ziele hat er hier gerade. KV-2 da hinten. Und der T29 fährt sogar noch weiter vor. Ideal. Ah, der ballert ein bisschen drüber. Schade, schade. Und jetzt wirklich die Distanz natürlich. Ideal. Da kann er richtig schön wirken, ohne dass er großartig selber Probleme bekommt. Vielleicht jetzt hinten ganz listig an die 3 Jungs da ranschleichen. Bis jetzt schaut es ja gut aus. Es, glaube ich, achtet keiner wirklich auf ihn. Die sind da nämlich dementsprechend beschäftigt auch gerade. Aber ist ja auch nur noch der Super Pershing. Suppen Pershing. Ja, da ist er doch noch. Der IS-3. Den hatte ich jetzt fast übersehen. Und jetzt kettet er den. Ist hier schön rangefahren. Der IS-3 kommt da auch wieder noch ein Stück vor. Super Pershing konnte da nicht mal runter mit seiner Kanone. Dementsprechend hat er hier da wirken können. Und sehr clever, den IS-3 so zu halten, der auch mit seiner Kanone da nicht wirken kann. Das heißt, immer schön aufs Laufrad. Und dann geht es auch mit dem Nachbarn. So.
2 Kills, 1098 Schaden. Oh, da wird schon gecappt. Da jetzt heißt schnell zurück. Schnell zurück, AT15. Nee, in die andere Richtung, egal. Aber die anderen machen wenigstens alle gut mit. Na, da ist der VK. Vielleicht schnell einen Snapshot. Gar nicht großartig aufhalten lassen. So wie das der AMX jetzt macht. Weil es fährt keiner mehr zurück. Der eine steht da im Cap. Na ja, gut, der Rheinmetall, der fährt auch noch mit, aber da ist es schon clever, was der FCM hier macht, dass er da sich jetzt nicht ablenken lässt von den Gegnern in der Mitte. Klar würde man gern drauf gehen, klar würde man gern Schaden machen, aber es geht halt nicht. Lustigerweise fährt jetzt der Capper gerade aus der Basis raus. Da gab es wahrscheinlich ganz viele No-Cap-Rufe. 8 zu 12 gerade. Wer könnten das gewesen sein? T43, VK. Wer sind da so schnell? Da, T43. Aha. So, und jetzt kriegt er aber dafür, dass er da gecapped hat, erstmal eine und vielleicht noch einen. Ja. 2 Hits. So, jetzt lebt nur noch der AT15, der ja so stark auf dem Rückweg war, und seine Wenigkeit. 7 Gegner noch am Start. Also ein bisschen was hat er da noch vor sich. Und jetzt will er hier die erhöhte Position einnehmen, um da ein bisschen wirken zu können. Da hat er auch schon die ersten 2. Ja, KV2, das vermeintlich schlimmere Ziel, auch direkt gleich weggenommen. Beide natürlich von den Hitpoints sehr angenehm, dementsprechend schöne, einfache Kills. Jetzt guckt er natürlich auf beiden Seiten. Der T43 könnte ja auch wieder zurückkommen. Oder hier die anderen Jungs, weil alleine ist er ja jetzt. Also dementsprechend ist nur eine Frage der Zeit, bis die meinen, okay, wir gehen mal Richtung Cap. Noch, da kommen sie noch schon, die ersten beiden. Häschen, ja. Dann nimmt er den VK 36. Auch mit einem Schuss kann man da gleich direkt die Kanone rausnehmen. Jetzt den T34, prallt er allerdings ab. Nochmal, der klappt, aber T34 hat halt eine Monsterkanone. Der sitzt. Und jetzt der nächste, jetzt aimt er auch nochmal. Aber Gott sei Dank, diesmal konnte er schießen, bevor der nächste Schuss kommt. Der 6. Kill. Der Krieger ist damit eingetroffen. Und da jetzt der KV85. Der schießt in den Boden. Seine Chance, das jetzt auszunutzen. Oh, da kommt noch einer. Aber der ist One-Shot. Nein! Da trifft er nicht. Das Spielchen hatte ich schon mal in einem Replay. Genau hier oben. Das heißt, wenn der Gegner jetzt zu dusselig ist und einzeln nacheinander hochfahrt, dann könnte es gut gehen. Oh, scheiße. Kommandant verwundet. Hit raus. Das ist ärgerlich. Sollte er mal reparieren. Oder in dem Fall heilen. Jetzt lebt er wieder. Mal schauen. Aber das ist natürlich sehr ärgerlich, dass da der T28 da jetzt so gut
gut für den T28, schlecht für ihn steht. Jetzt probiert es der KV, kann aber hier direkt einen in der Kommandantenkuppel versenken, aber er muss nochmal zwei Hits auf ihn machen. Jetzt prallt er auch noch ab. Heidewitzka. Abpraller, einen Schuss hier rein. Ja, genau auf den, das ist ein One-Shot. Sehr gut. Und K85 hat 17,3 Sekunden Reload, das heißt, einen kann er noch machen. Und unglaublich, da nimmt er den auch noch weg. Und jetzt steht noch der T28 ihm gegenüber. Da unten steht er immer noch und wartet. Go around him, go down. Natürlich weiß es jetzt jeder besser. Und er macht es jetzt sehr gut. Nicht direkt frontal auf ihn drauf fahren, sondern den langen Weg zu nehmen und ihm dann in die Seite zu fahren. Warum ist das gut? Oder warum ist es gut, ist es eigentlich selbsterklärend. Aber dafür ist der FCM einfach wie geschaffen. Er hat eine tolle Endgeschwindigkeit, er kommt schnell auf Geschwindigkeit. Und damit kann man so ein Manöver einfach mal gut bringen. Mit vielen anderen schweren Panzern ist das einfach absolut unmöglich, was er jetzt macht. Jetzt könnte er entweder auf ihn drauf gehen oder er geht für den Cap. Ist beides machbar. Die sichere Variante wäre meines Erachtens auch sogar für den Cap zu gehen. Weil ich glaube, dass der T28 da sehr passiv ist und da wahrscheinlich nicht großartig da den Frontkampf suchen würde. Weil er natürlich auch weiß, okay, der T28, wenn ich umfahren werde, dann ist Schicht im Schacht. Ja, jetzt versuchen sie ihm natürlich da abzulenken, dass der AFK wäre, was natürlich Quatsch ist. Der wird definitiv alles sein, nur nicht AFK. Zeit ist natürlich auch ein Thema, 2 Minuten sind es noch. Da ist er. Und jetzt dreht er natürlich. Er kettet ihn. Aber er kann die Kette hier direkt nochmal reparieren. Leider. Sehr ärgerlich. Wenn er da kein Rap-Kit mehr gehabt hätte, wäre ideal zum jetzigen Zeitpunkt gewesen. Da trifft er. Er prallt ab. Oh mein Gott, er prallt tatsächlich an ihm ab. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ja Herzschlagfinale jetzt hier nochmal. Go fuck him. Der Chat, die Leute sind natürlich euphorisch dabei. Ganz klar. Aber es ist eine super unschöne Position, an der er sich gerade befindet. Der T28 steht einfach nur da und wartet. Macht gar nichts. Schwenkt seinen Turm links und rechts und das war's. Und er kann hier auch einfach nicht wirklich mal einfach wegfahren. Der T28 könnte theoretisch zurückfahren, das kann er gar nicht. Noch 40 Sekunden. Die Zeit tickt unermüdlich nach unten. Jetzt kommt der T28, bewegt sich langsam auch mal so ein bisschen. Wahnsinn. Also das ist eine unschöne Patz-Situation, in der er sich da jetzt befindet. Und jetzt hat er ihn gekettet, jetzt kann er reparieren. Er kann nach vorne fahren. Und er nimmt ihn raus.
Er macht den 9. Kill, 4663 Schaden. Er hat die Runde hier gerettet. 1 gegen 7 und er hat es trotzdem noch gemacht. Super schön. Damage geblockt von der Panzerung 980, aber das, was er gebraucht hat, hat er bekommen. Super tolle Runde. Vielen Dank, FCM. Schön war's zum Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.